Die Minderheit der Sinti und Roma lebt seit 600 Jahren in Deutschland. Der Begriff Zigeuner ist eine bis ins Mittelalter zurückgehende Fremdbezeichnung, die von der Minderheit, deren Wurzeln in Indien liegen, als diskriminierend abgelehnt wird. Wenn im Folgenden der Begriff Zigeuner zur Anwendung kommt, so bilden die Basis historische Quellen, insbesondere die schriftlichen Zeugnisse des Völkermordes an den Sinti und Roma. In Dessau-Roßlau hielten sich in den 20er und 30er Jahren des letzten Jahrhunderts regelmäßig Sinti-Familien auf. Sie trieben Handel, arbeiteten in ortsansässigen Firmen und unterhielten, in Zeiten, als es noch keinen Fernseher gab, als Künstler die Menschen. Wichtiger Anlaufpunkt in Anhalt war auch der Zerbster Pferdemarkt, da einige der Sinti mit Pferden handelten. Erhaltene Schriftstücke dokumentieren die Vertreibung der Sinti-Familien aus Anhalt Anfang Januar 1938. Die Namensliste weist unter anderem die Familien Laubinger und Thormann Lauenburger aus. Unter der laufenden Nummer 22 ist Erna Lauenburger erfasst. ...1931 erschien der Jugendroman Ede und Unku. Erna Lauenburger, die den Sinti-Namen Unku trug, war das Vorbild der Titelheldin. Die Autorin Grete Weißkopf war Jüdin und schrieb unter dem Pseudonym Alex Wedding. Auch der Titelheld Ede und seine Arbeiterfamilie waren real existierende Personen. Nach dem Zweiten Weltkrieg ergänzte Grete Weißkopf Ede und Unku mit einleitenden Gedanken. Und Unku, Großmutter Turan, die Vettern und Basen? Fragt lieber nicht. Ich fürchte, meine Zigeunerfreunde sind nicht mehr am Leben. Die Hitler-Barbaren haben Juden und Zigeuner verjagt, vergast und erschossen, als wären sie keine Menschen, ja nicht einmal Vieh. 1929 lernte Grete Weißkopf die Sinti-Familie Lauenburger-Thormann, die in Berlin-Reinickendorf lebte, kennen. Neben der neunjährigen Erna Lauenburger waren dort ihre Mutter, ihre Großeltern sowie Tanten und Onkel, von denen einige in ihrem Alter waren. Ihr Großvater Franz Gustav Thormann war Musiker. Die Großmutter Marie Thormann ist eine der handelnden Personen aus Unkus Familie im Roman Ede und Unku. Ähnlich wie Unku wuchs Waldfrieder Franz auf. Wir haben in unserer Wohnung, wir haben es gewohnt, das waren unsere Wohnungen. Ne? Und mein Vater, der war ja Musiker, Instrumenten, denn die kaputt waren, die hat er dann ganz gemacht. Ne? Ja, oder Kerbe gemacht. So. Kerbe geflochtet und die hat meine Mama auf den Markt gebracht und die haben wir dann verkauft. Mein Vater hatte Gewerbe darüber gehabt oder alte Kerbe, die kaputt waren, dass er die ausgebessert hat und so. Ne? Im Winter, da sind wir dann dahin gefahren nach Magdeburg, haben wir unsere Wagen eingestellt und am Sommer war das immer gereist. Meine Mama war Hausfrau, die hat gekocht, die hat gewaschen für uns. Ja, und wir waren dann noch Kinder, wir haben dann draußen mit den Kindern, die da mit uns groß geworden sind, gespielt und gemacht und getan. Wer ist das? Ich habe ja ein Bild von einem Mädchen, die, kommt mir bekannt vor. Die war ungefähr so alt wie Sie. Die ist 1920 geboren. Die hat auch auf diesem Platz gelebt. Ja, die kenne ich auch, aber ich komme nicht auf und ihren Namen. Ihr Name in Romanes war Unku. Ah ja, ja Unku, ja Romanes, ja. Erkennen Sie die wieder? Ja, die kenne ich, ja Unku, die war hübsch. Mhm. Die hat früher so einen Pony getragen, ja. Unkus Familie verließ Anfang der 30er Jahre Berlin und lebte in Magdeburg, wo Waldfrieder Franz Erna Lauenburger kennenlernte. Jetzt, über 70 Jahre später, erfährt sie, dass ihre damalige Freundin in dem Roman Ede und Unku verewigt ist. Die Schriftstellerin hat hier kurz beschrieben, wie sie Unku getroffen hat. Die waren ja früher in Berlin. Damals, es war im April 1929,
und von euch war noch keiner geboren, sah ich Unku zum ersten Mal. Wir wohnten in Berlin, in Reinickendorf. Ich konnte meinen Blick nicht abwenden von den großen Augen unter der seidigen Ponyfrisur. Von dem breiten, beschwingten Mund, der beim Lachen kräftige weiße Zähne sehen ließ. Bald ging Unku, sehr zum Verdruss meiner spießigen Nachbarn, bei mir ein und aus. Und nicht allein Unku. Sie brachte auch ihre hübsche Mutter Turan mit. Und schließlich gehörten Schäfchen, Feini, Kaula und Pajazza und wie Unkus Vettern und Basen alle hießen, zu meinen täglichen Gästen. Ja. Ja, schön. Können Sie uns sagen, was bedeutet das, Unku? Weil die so dunkel war und so. Es gab doch früher die kleinen Fische, die so im Wasser so, die vorne so einen dicken Kopf gehabt haben und hinten der Schweif, die waren so schwarz. Mhm. Die haben doch geheißen, Unku. Mhm. Ja, und den haben wir sie gekriegt von ihrer Mutter. Die war ungefähr die Zeit auch so in meinem Alter. Die war auch so jung, 14 Jahre, 13 Jahre, wie wir in Magdeburg gewohnt haben, in Firmersleben. Sinti und Roma mussten sich bereits in den 20er Jahren erkennungsdienstlichen Behandlungen unterziehen, wie dieses Dokument von Franz Thormann, Unkus Großvater, zeigt. Vom Frühjahr bis zum Herbst reiste die Korbmacherfamilie Franz über Land und verkaufte die Körbe an Bauern. Waldfrieder Weiß erinnert sich an gute Beziehungen. Wenn die Polizisten gekommen, oh nee, das ist Familie Franz. Da fahren wir gar nicht hin. Auch die Ortschaft hat das gesagt. Nein, Familie Franz, die sind in Ordnung, da brauchen sie nicht nachzufragen. Ja, dann ist die Polizei weitergegangen. Die haben uns Kuchen gebacken, die haben uns Brot gebacken. Die Leute da, die da von Flämisch-Anhalt da unten, ne? Oh ja, muss ich sagen, die kamen dann raus mit so einer Kerbe. Frau Franz, kommen Sie mal, wir haben geschlachtet. Die haben dann da so eine Gritzweste, so eine runde, ne? Brot gebacken, selbstgemachte Butter, da lief die Buttermilch noch durch. So haben die uns gebracht. Muss ich sagen, oh ja, wir haben es gut da gehabt. Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten wurde deren Rassenideologie zur Staatsdoktrin erklärt. Sinti und Roma galten damit wie Juden als sogenannte Fremdrassige, die minderwertig seien. Nach 1933 setzte zunächst die systematische Ausgrenzung ein, die auch Waldfrieda Franz, die in Magdeburg die Schule besuchte, bald zu spüren begann. Ich hatte den Brot mitgehabt. Und so, wenn dann Pause war, ich wollte dann da ein bisschen essen, wenn wir rausgegangen sind. Und da haben sie mir angespuckt, mehrere Zinti haben sie angespuckt, die haben dann mein Pausenbrot weggenommen, haben sie unter die Wiese getreten. Und dann Zigeunerlump, hat Loch in Strumpf und dann alles mit diesen Sachen so. Ne? Ja, das war die Zeit. Ja, und dann haben sie uns auch geschlagen und so. Dann bin ich manchmal nicht zur Schule gegangen, ich habe Angst gehabt. Und dann, wenn ich das dem Lehrer gesagt habe, da hat er drauf gar nicht, der hat sie ja aufgehetzt. Der wollte ja gar nicht, dass wir in die Schule gehen. Die wollten ja, der hat ja gesagt, sowas wie ihr seid, das müsste man dann, wo wohnen sie denn? Sie wohnen da, euch fressen die Ratten auf und ach. Kann ich Ihnen gar nicht erzählen, was da los war. Das war so ein richtiges Leben und das hat uns keinen Trost gegeben, nur Erniedrigung. Ja. Bis das da der Gesetz war, dass die Zigeuner die deutsche Schule nicht besuchen sollen. Ne? Dann musste ich ja da weg. Weil den Sintis der Handel untersagt wurde, zogen sie sich zunächst in kleinen Lagern zusammen.
Die Pferde wurden verkauft, da sie sonst nur unnützes Futter gekostet hätten. Auch an meinem Wohnort versammelte sich eine Großfamilie. Auch der alte Metz mit seiner vielköpfigen Familie, die sich die Thormanns nannten. Sie mieteten sich einen Platz am Stadtrande und zahlten eine gepfefferte Miete dafür. Von hier aus gingen die Frauen in die Stadt auf den Handel, verdienten aber kaum noch etwas, da die Stimmung gegen die Zigeuner war und die allgemeine Ächtung bereits bedenklich Platz gegriffen hatte. Dies berichtete nach dem Krieg der in Roßlau in der Südstraße lebende Fotojournalist Hans Welzel. Welzel fertigte Fotografien der Sinti in Roßlau an. Auch erhalten gebliebene Dokumente der staatlichen Verfolgungsbehörden zeugen von der Anwesenheit der Familie Thormann-Lauenburger in Dessau-Roßlau, wie zum Beispiel die sogenannte Zigeunerbescheinigung von Unkus Tante Pauline Thormann. Unkus Familie lebte in Roßlau auf einem Platz im Triftweg. Ein weiterer Platz der Sinti befand sich in der Mittelfeldstraße. Beide Lagerplätze lagen am Stadtrand. Auch Erna Lauenburger, genannt Unku, wurde von Hans Welzel fotografiert. Aus dem Mädchen mit der Ponyfrisur war eine junge Frau geworden. Ebenfalls im Triftweg lebten Wilhelm und Auguste Laubinger mit ihren 6 Kindern, darunter Sohn Otto, geboren 1918. Unku und der 2 Jahre ältere Otto verliebten sich ineinander. Beide ahnten wohl kaum, wie wenig gemeinsame Zeit ihnen bleiben sollte. Anfang 1938 erfolgte die Abschiebung der Sinti aus Dessau-Roßlau. Außer den 53 namentlich erfassten Personen gehörten auch Kinder zur Gruppe, denn es wurden nur die über 16-Jährigen aufgeführt. Das jüngste Kind war erst einen Monat zuvor zur Welt gekommen. Hans Welzel berichtete nach dem Krieg über diese Vertreibung. Schließlich wurden die Sinti an bestimmten Orten konzentriert. Auch aus meiner Heimatstadt Roßlau wurden sie unter polizeilicher Bedeckung weggeführt und kamen nach Magdeburg. Hier befand sich am Stadtrand, einige hundert Meter von den letzten Häusern entfernt, ein wüster Fleck inmitten der Äcker, der sogenannte Silberberg. Es gab dort weder Wasser, noch Baum, noch Strauch, nicht einmal ein Weg führte dorthin. Im Sommer konnte man vor Hitze und Staub kaum atmen. Im Winter pfiff ein eisiger Wind ungehindert über die kahle Fläche. Natürlich war es den Zigeunern verboten, sich aus dem Lager zu entfernen. Blieben sie aber, so konnten sie sich ungefähr den Tag ausrechnen, wann sie körperlich und seelisch am Ende sein würden. Dann haben sie uns schon so langsam aufgeräumt. Dann haben sie uns auf eine Ecke hingebracht, wo niemand da ist, wo keiner sieht und so. Dann haben sie uns mitgenommen. Ja, und das hat geheißen Sülze. Der Fluss. Der Fluss, ja. Nur ein ganz dreckiges Wasser, da haben sie alles reingeschmissen. Mit der Ankunft der Familien aus Dessau-Roßlau verschlimmerte sich die Situation im sogenannten Zigeunerlager Holzweg, in dem bereits seit mehr als 2 Jahren Magdeburger Sinti unter unmenschlichen Bedingungen leben mussten und polizeilich überwacht wurden. Von der sich ab Mitte der 30er Jahre ständig verschärfenden Ausgrenzung, Kriminalisierung und Erfassung der Sinti und Roma in Magdeburg zeugen bis heute hunderte sogenannte Zigeunerpersonalakten im Landeshauptarchiv des Landes Sachsen-Anhalt in Magdeburg. Aus der Akte, die Magdeburger Polizeibeamte über Otto Schmidt angelegt hatten, ist ersichtlich, dass er am 13. Juni 1938 gemeinsam mit seinem Vater und 3 Brüdern verhaftet wurde. Bei dieser reichsweiten Verhaftungswelle handelte es sich um die sogenannte Aktion Arbeitsscheu Reich, innerhalb derer auch zahlreiche Männer des Lagers Holzweg Magdeburg inhaftiert und in Konzentrationslager verschleppt wurden. Doch zunächst fertigte die Kriminalpolizei Magdeburg am 13. Juni 1938 unter anderem sogenannte kriminelle Lebensläufe der Verhafteten an. Krimineller Lebenslauf des Otto Schmidt. Schmidt besuchte in Magdeburg in der Nachtweide die Volksschule. Die Zeit des Schulbesuches vermag er nicht anzugeben. Er wurde aus der 3. Klasse entlassen und zog dann mit seinen Eltern nach Zigeunerart in Deutschland umher.
Vor etwa 1,5 Jahren will er im Kasernenbau in Roßlau und Dessau tätig gewesen sein. Die Eintragungen im Arbeitsbuch konnten nicht eingesehen werden, da er dieses angeblich verloren hat. Seit etwa 3 Monaten ist er wieder in Magdeburg und hat sich sofort im hiesigen Arbeitsamt gemeldet. Eine Arbeit wurde ihm aber nicht nachgewiesen. Kriminell ist er hier noch nicht in Erscheinung getreten. Einen Tag später wurde Otto Schmidt mit seinem Vater, 2 Brüdern und vielen anderen Männern aus Magdeburg in das Konzentrationslager Buchenwald überstellt. Unku, die bereits bei der Ausweisung aus Dessau-Roßlau schwanger war, brachte am 25. August 1938 die gemeinsame Tochter Maria in Magdeburg zur Welt. Wie alle Sinti musste auch Erna Lauenburger einer Vorladung der Kriminalpolizei folgen, wurde verhört und erkennungsdienstlich behandelt. Das heitere Lachen des Mädchens mit der Ponyfrisur war verschwunden, ihre Augen voller Traurigkeit. Viele Mütter und Ehefrauen versuchten, die Freilassung der Männer zu erwirken. So auch Otto Schmidts Mutter Auguste Laubinger. Immer wieder stellte sie Bittgesuche an staatliche Stellen und das Konzentrationslager Buchenwald. Selbst als sie den Nachweis erbrachte, dass ihr Mann und ihre Söhne in einer Magdeburger Firma Anstellung finden würden, wurden ihre Gesuche abgelehnt. Die Kriminalpolizei Magdeburg reagierte auf Auguste Laubingers Bemühungen in folgender Weise. Vorgeführt erscheint die Zigeunerin Auguste Laubinger. Ich bin wiederholt mündlich darauf hingewiesen worden, dass mein im Konzlager befindlicher Ehemann vorläufig nicht entlassen wird. Trotzdem bin ich immer wieder bei der Dienststelle erschienen und erneut um die Freilassung meines Mannes gebeten. Mir ist nochmals eröffnet worden, dass hierdurch nur die Behörde belästigt wird. Ich habe erneut vernommen, dass eine Freilassung meines Mannes vorläufig nicht in Frage kommt. Ich habe alles verstanden und werde mich in Zukunft danach richten. Auguste Laubingers Sohn Wilhelm wurde Anfang April 1942 von Buchenwald in das Konzentrationslager Stutthof bei Danzig verlegt. 2 Monate später, kurz vor seinem 28. Geburtstag, starb Wilhelm Laubinger im Außenlager Lauenburg. Mitte Oktober 1942 richtete Auguste Laubinger trotz drohender Sanktionen erneut ein Gesuch an das Konzentrationslager Buchenwald. Betrifft Otto Schmidt, Gefangenennummer 5557, Block 47. Der vorgenannte Otto Schmidt ist mein Sohn. Er befindet sich seit 4 Jahren und 4 Monaten in Schutzhaft. Ich bin krank und arbeitsunfähig. Ich bin deshalb auf den Arbeitsverdienst meines Sohnes angewiesen. Mit Rücksicht auf die längere Dauer der Schutzhaft und unter Berücksichtigung meines schlechten Gesundheitszustandes bitte ich dafür Sorge zu tragen, dass mein Sohn eventuell unter Zubilligung einer Bewährungsfrist aus der Schutzhaft entlassen wird. Einen Monat später traf ein Fernschreiben des Konzentrationslagers Buchenwald bei der Gestapo in Magdeburg ein, das den Tod von Otto Schmidt bescheinigte. Mit dem Eintrag der Kripo Magdeburg gestorben 20.11.42 wurde die Akte Otto Schmidts, so wie viele andere, geschlossen. Im Alter von 24 Jahren, von denen er die letzten 4 Jahre in Buchenwald hatte verbringen müssen, starb Otto Schmidt an den Folgen medizinischer Experimente. Seine Tochter Maria hatte er nie kennenlernen dürfen. Oder das Bereits im Herbst 1939 war Sinti und Roma verboten worden, ihren Wohnort zu verlassen. Damit saßen die Sinti im Lager Magdeburg-Holzweg fest. Eine der Konsequenzen war, dass die Lebensmittel noch knapper wurden. Außerdem erleichterte der sogenannte Festsetzungserlass,
den Zugriff staatlicher Verfolgungsbehörden. Eines Abends hielt vor meinem Hause ein Auto, dem ein Herr und zwei Damen entstiegen. Der Herr stellte sich als Dr. Ritter vor. Ritter war einer der typischen Parteiwissenschaftler. Äußerlich einwandfrei, glatt, kühl, korrekt in Haltung und Benehmen. Ein offensichtlicher Streber, ohne jedes Gefühlsleben und ganz und gar nicht mit dem belastet, was man Toleranz und Menschlichkeit nennt. Einer auch, der in der Lösung der Zigeunerfrage einen Weg zu Amt und Würden sah. So nahm das Schicksal, nachdem erst von übereifrigen Wissenschaftlern die nötigen Unterlagen beschafft worden waren, seinen verhängnisvollen Lauf. Nachdem Heinrich Himmler im Dezember 1942 die Deportation aller sogenannten Zigeuner des Reichsgebietes nach Auschwitz angeordnet hatte, entschieden die sogenannten gutachterlichen Äußerungen Ritters, wer unter diesen Erlass fiel. Zu den ersten Opfern, die in das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau deportiert wurden, gehörten die Sinti aus dem Lager Magdeburg-Holzweg. Am 1. März 1943 wurden auch Unku, ihre vierjährige Tochter Maria und ihre zweitgeborene Tochter Bärbel, die nicht einmal ein halbes Jahr alt war, in einen Güterzug gepfercht. Nach qualvollen Tagen erreichte der Güterzug am 6. März 1943 Auschwitz-Birkenau. Dort angekommen wurde aus Erna Lauenburger der Häftling Z633, ihre Töchter erhielten die Häftlingsnummer Z634 und Z635. Ja, es waren 16 Geschwister und von 16 sind wir bloß noch 4 übrig geblieben. Können Sie sich vorstellen, wie schlimm das für uns war, ja, dass man alle so viele große Familie war und dass man hier dann steht und hier in die Buchsen meine Geschwister nehmen. Das ist vergessen, das Elend, was hier geschehen ist. Hunger und Kälte. Wenn man das hier so sieht, wenn ich heute sehe Männer mit Stiefeln, ne, habe ich Angst. Oder wenn ich Neonazi, her wo die sind, verstecke ich mich, habe ich auch Angst. Ne, das ist schlimm, ist das. Man kann das nicht vergessen. Was uns, wie kann der Mensch so böse sein, dass man dann andere Menschen kaputt macht, tot macht und ganz Kleines mit 2 Jahre, 2,5 Jahre, was haben die Kinder verbrochen? Ich habe hier drinnen über 40 Menschen verloren. Und ich habe Glück gehabt, dass der letzte Transport nicht mehr weggegangen ist, weil die vielen Soldaten gekommen sind von der Front und die haben dann die Bahn gebraucht. Und da haben sie uns genommen, uns Kinder, und haben sie an uns Kinderhand angelegt, die Gestapo, und haben uns in die Krankenhäuser reingeschleppt. Ja, da haben wir nicht gewusst, was mit uns geschehen ist. Wenn wir noch die Kinder waren, wir wussten gar nicht, was das bedeuten tut, ne? Dass sie uns Kinder genommen haben. Und, ja. Wie alt waren Sie damals? 13 Jahre. Ich bin im 14. Jahr gewesen. Und dann wollte ich dann Zwang. Dann später habe ich dann gewusst, was das bedeuten tut. Eine Zwangssterilisation. Wir waren ja noch dumme Kinder. Ne, was wussten wir dann, was das heißt? Ne? Da müssen wir heute noch drüber. Wir sind wieder nicht. Wir können das nicht vergessen. Die Sinti und Roma, das waren ja Todeskandidaten. Sobald sie mal hier waren, waren das Todeskandidaten. Auch in den anderen Lagern. Schuften, arbeiten bis zum Tod hinaus, bis zum Tod zum Umfallen. Ich weiß es noch ganz genau, da war ja Glück, dass meine Mutter noch nicht das gelebt hat. Die hat ihren Kopftuch, weil sie den Haare gehabt hat, hat das Tuch am Bett liegen lassen, bis am Bellplatz ist. Und da kommt der Blockärzte und sagt, wem gehört das? Sagt meine Mutter, das gehört mir. Komm allein. Ist meine Mutter bleiben?
anfangen zum Schlagen, wie es gegangen ist. Wie es nur gegangen ist, hat meine Mutter zusammengesagt. Und ich bin meiner Mutter nachgelaufen. Und habe ich es auch gedacht. Bis auf das. Ich bin froh, denn wenn sie 25 gekriegt hätte, über Bock, wäre sie nicht mehr da, hätte sie auf der Stelle wäre sie tot gewesen. Die sind vom Block rausgenommen. Das Geringste. Wenn sie was gesehen haben auf dich, was dich gepasst hat, 25. Boxhebel, Schlaghebel, mit dem, so ein Gummiknitten, da war so ein Draht drinnen, so ein Ding. Ein Schlag übers Kreuz, ist die Haut aufgesprungen. Wir haben ein Fuhrunternehmen im Geschäft gehabt, mit vielen Pferden, ist uns alles abgenommen worden. Und eines Morgens war die Gestapo bei uns nach Hause und hat uns dann nach Auschwitz hierher gebracht. Und bei den Mengele waren wir, ich und mein Bruder, und ich war ungefähr 10 Jahre alt, und wie hat es geheißen? Die Nummer 28 und 29 müssen jetzt reinkommen. Ich habe die Nummer Z3529, mein Bruder 8, 28. Also sie haben jeden Tag gesehen, dass dort die Kinder, wo operiert worden sind, zum Krematorium. Wir haben täglich gesehen, dass dort dann die Vergasungen stattgefunden haben. Es hat geheißen, man, also ich, 28, 29, der Lastwagen ist draußen. Vielleicht nach 3-4 Tagen später, wo wir operiert worden sind. Ich konnte laufen, mein Bruder konnte nicht laufen. Haben einen Lastwagen hoch müssen. Wir haben gesehen, wie das vorläuft. Links rüber Krematorium. Rechts rüber Zigeunerlager, E2E hier. Da sind die gefahren, die SS-Leute. Und haben nach links gebogen. Hat immer gefragt, Hugo, wo sind wir jetzt? Unser Leben wäre gewesen, nach rechts reinzufahren, zur Mama und zu unseren Geschwistern, zum Papa. Aber dann hat er nach links eingebogen. Wollte ich gerade sagen, Manfred, es ist zu Ende. Trotzdem sind wir nach rechts gebogen und kamen dann rein hier in Auschwitz rein. Dann haben wir aussteigen müssen. Mein Bruder, habe ich meinen Bruder noch getragen. Das geheißen Sophie, meine Mama heißt Sophie. Deine Söhne sind da. Opfer medizinischer Experimente wurden auch Menschen aus Erna Lauenburgers Umfeld, so die inzwischen 13-jährige Schwester ihrer Mutter, Bertha Anna Thormann, und Otto Schmidts Schwester Helene Alice Laubinger, die mit ihrem 6-jährigen Sohn Johnny aus Magdeburg nach Auschwitz deportiert worden war. Unkos kleine Tochter Bärbel erlag vermutlich sehr schnell den unmenschlichen Bedingungen. Als auch Töchterchen Maria starb, so berichteten nach dem Krieg Überlebende, lief Unku vor Schmerz schreiend aus dem Block und wurde daraufhin von dem SS-Arzt Mengele mit einer Spritze getötet. In Auschwitz-Birkenau starben auch Unkus Mutter Anna Lauenburger, 40 Jahre alt, Unkus Großmutter Marie Thormann, 59 Jahre alt, Albert Thormann, genannt Heinrich, 17 Jahre alt, Unkus Tante Sophie Thormann, 33 Jahre alt. Unkus Tante Bertha Thormann, 31 Jahre alt. Unkus Onkel Walter Thormann, 19 Jahre alt. Otto Schmidts Mutter Auguste Laubinger, 55 Jahre alt. Den Holocaust, dem mehr als 500.000 Sinti und Roma zum Opfer fielen, überlebten aus Unkus großer Familie lediglich ihre Tante Pauline Thormann, die im Mai 1944 von Auschwitz in das Frauenkonzentrationslager Ravensbrück deportiert wurde, und ihr Onkel Rudolf Thormann, der von Auschwitz nach Buchenwald überstellt worden war. Liebe Wochenpost, man sieht in uns Tagediebe, nennt uns Zigeunerbrut. Und doch
singt und spielt man unsere Weisen. Wenige, ja fast möchte ich sagen, kaum einen gibt es, der uns freundlich gesonnen ist. Alle sehen in uns nur Diebe. Aber keiner denkt daran, dass auch wir bittere Not gelitten haben, dass sich die Erde von Auschwitz und anderen Lagern rot von unserem Blut färbte. Warum hat man uns nur vergessen? Liebe Wochenpost, schreibe du doch einmal über uns, damit die Menschen nicht nur Diebe in uns sehen, sondern spüren, dass wir wie sie auch nur Menschen sind. Diesen Leserbrief schrieb im Januar 1965 eine bei Leipzig lebende Sintessa an die DDR-Zeitschrift Wochenpost. Angehörige der Minderheit sahen sich auch in der DDR erneuter Diskriminierung und Benachteiligung ausgesetzt. Die wenigen den Völkermord überlebenden Sinti und Roma erhielten auch in der sich antifaschistisch definierenden DDR keine Anerkennung. Der Beteiligung am kommunistischen Widerstand wurde bei der Anerkennung als Opfer des Faschismus mehr Gewicht beigemessen als der Tatsache, Opfer rassischer Verfolgung gewesen zu sein. Im Schulunterricht war der Völkermord an Sinti und Roma kein Thema. Erst 1988 wurde er kurz in den Geschichtslehrbüchern erwähnt. Ab 1972 war der Jugendroman Ede und Unku Pflichtlektüre des Deutschunterrichtes. Im Mittelpunkt stand hier die Thematik des Klassenkampfes. 1981 erschien die Verfilmung unter dem Titel Als Unku Edes Freundin war. Auch der Film ging nicht auf das reale Schicksal der Titelheldin ein. Der Schriftsteller Reimer Gesenbach, der gelegentlich für die Wochenpost schrieb, wurde durch den Leserbrief auf die prekäre Situation der Minderheit in der DDR aufmerksam. Gegen alle Widerstände begann der Bürgerrechtler, sich für die Anerkennung überlebender Sinti einzusetzen und kämpfte für den Abbau von Vorurteilen und Ungerechtigkeiten gegenüber den Sinti in der DDR. Unermüdlich setzte er sich auch für sichtbare Erinnerungsstätten ein, so unter anderem für einen Brunnen, der an Unku erinnern sollte, und ein Denkmal in Magdeburg. Beide Vorhaben wurden in der DDR nicht realisiert. 1998, 17 Jahre nach der ersten schriftlichen Anregung Reimer Gesenbachs, wurde in unmittelbarer Nähe des Magdeburger Doms ein Denkmal für Sinti und Roma eingeweiht. 2001 verstarb Reimer Gesenbach und konnte so nicht mehr miterleben, wie am 1. März 2009 in der Nähe des sogenannten Zigeunerlagers in Magdeburg ein weiteres Denkmal eingeweiht wurde, das die Namen aller Menschen, die auf den Tag genau 66 Jahre zuvor aus Magdeburg nach Auschwitz verschleppt wurden, enthält. Wenn ich mal groß bin, zum Film möchte ich gern, wie meine Tante. Die war einmal in Neubabelsberg, da hat sie 10 Mark gekriegt für den Tag. Und Bockwurst mit Salat. Feine Sache, was? Ach Quatsch. Ich wäre schon froh, wenn ich in einem Kino als Schokoladenverkäuferin ankäme. Erna Lauenburger, genannt Unku, wurde nur 24 Jahre alt und erfuhr nie, dass sie die Titelheldin eines Jugendromans ist. Romale, Katar tu me yave, le zarenza, bachtale drume, pari familia ordar daslan